Hi, mein Name ist Janine. In diesem Video öffne ich den Nix Adventskalender. Es gibt diesen Adventskalender in verschiedenen Größen. Das ist jetzt der kleine Adventskalender. Und dieser beinhaltet 14 Full-Size-Produkte. Also nicht 24 wie der reguläre, sondern nur 14. Und dabei ist eine Eyeshadow-Palette, Lipgloss, Lipöl, Highlighter und so weiter und so fort. Und ich bin gespannt, welche Produkte sich hinter dieser kleinen, aber feinen Pinata wohl noch so verbergen. Ja, viel Spaß mit dem Video. Falls du es noch nicht getan hast, wie immer, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest, um keines meiner weiteren Videos mehr zu verpassen. Jetzt lege mal aber los. Viel Spaß mit dem Video und let's go! So, dieser kleine Kalender oder diese kleine Box kommt in einer Verpackung und die Verpackung ist megamäßig schon mal ansprechend. Ne? Also das Winter-Weihnachtsmotto von NYX ist ja dieser Frosted Flamingo und ja, passend eben zu diesem diesjährigen Motto ist hier außen ein Flamingo mit einer Sonnenbrille und einer kleinen Weihnachtsmannmütze. Der Kalender kommt jetzt hier in einer Pinata. Sowas habe ich noch nie gesehen. Also das hat hier auch, ich finde das super cool aufgemacht, ne? Aber bis ich mal gecheckt habe, wie ich mit diesem Teil, also das hängt mir dann wohl so auf, wie ich dann so an meine Produkte komme. Ja, das hat schon eine Weile gedauert. Und zwar kann man hier das Ding öffnen mit so einer Klappe. Das habe ich natürlich schon mal schön hier kaputt gerissen. Und da kommt man so an seine Sachen irgendwie dran. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich wirklich alle 14 hier raus operiert bekomme. Und ja, ich habe schon mal natürlich, wo ich das gekauft habe. Ich habe das bei Zalando gekauft, da war schon mal so eine kleine Übersicht. Und dieser kleine Kalender unterscheidet sich jetzt nicht so großartig von dem großen Kalender. Im großen Kalender sind halt noch mal 10 Produkte oder ein paar Produkte mehr drin enthalten. Aber so, naja, mich hat das Kleine halt einfach etwas mehr angesprochen, auch preislich. So. Ich gucke jetzt da einfach so mal rein und hoffe, dass ich da alles rauskriege. Ach je, mir kommt hier alles gerade entgegen. Ja, wie soll ich denn bitte so ein Ding durch so eine kleine Öffnung kriegen? Ich will das Ding jetzt nicht kaputt machen. Es wird eine Geburt, Leute, es wird eine Geburt. So, meine lieben Leute, ich hoffe, ich habe alles rausgekriegt. Ich zähle jetzt nochmal nach, sollen 14 Produkte sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ach, hier unten. Zur Info, ich bin sehr chaotisch, ich werfe gerne Dinge um mich rum und ja, ich habe das 14. Produkt gefunden. Ich greife hier jetzt einfach mal rein. Ich meine, das Highlight-Produkt, das zähle ich mir bis zum Schluss auf. Ich fange mal an. Also wir haben hier sehr, sehr viele Lippenprodukte. Okay, also ich mag Abwechslung. Wir haben sehr, 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 sehr viele Lippenprodukte drin. Okay, wir fangen einfach mal an. Wir haben hier die Smooth Whip Cream und das ist eine matte Lippencreme in einem Rot. Ich mag die NYX Matte Lip Creams nicht so, muss ich sagen. Die sind mir etwas zu trocken, aber es ist Zeit für eine zweite Chance. Die riechen nach Vanille. Das ist hier ein etwas natürlicheres Rot. Farbtechnisch gut für den Alltag. Ja, so ein Rot-Nude-Ton, würde ich sagen. Das probiere ich mal aus. Die Farbe gefällt mir ganz gut. Dann haben wir aus der Sweet Cheeks-Reihe das Blush Muse in der Farbe Coralicious. Das habe ich sogar schon zu Hause, aber in einer etwas anderen Farbe. Ja, das ist auch so ein Applikator, den du dir auf die Wangen halt aufgibst, mit einem Blender verteilst. Ja, das sind eigentlich ganz schöne Farben. Wie gesagt, ich habe eine andere Farbe zu Hause. Die finde ich gut. Die sind zu empfehlen. Ein This is Milky Gloss, die Farbe Cherry Milkshake. Das ist ein Gloss, der ist nicht ganz so deckend. Der riecht jetzt nach, ja, nach irgendeiner Frucht. Hier kann ich auch mal die Farbe zeigen. Ist auch ein Rot. Ja, also wir haben hier generell schon arg viel Rot. Wenn du Rot nicht magst, ist der Kalender nichts für dich. Dann ein Buttergloss in der Farbe Apple Crisp. Auch ein Rot.
Wir alle sind im Kalender. Dann nochmal so eine Whipped Cream in der Farbe Teddy Fluff. Das ist ja jetzt so ein dunkleres, braunigeres Nude. Ist jetzt so nicht so meine Farbe persönlich. Ja, wir haben hier, wie gesagt, schon viele ähnliche Produkte. Dann haben wir, das habe ich noch nie probiert, das Fat Oil Lip Chip in der Farbe Follow Back. Ja, das ist so ein Lippenöl, die wurden ja auch mal teilweise etwas gehypt. Das ist jetzt so ein Bronzeton, riecht nach Frucht und hat, alter Oschi, guck dir das mal an. Was hat denn der für einen Applikator? Da kannst du ja mit einem Zug 5 Lippen ausmalen. Okay, krass. Noch mal eine Matte Lip Cream in einem Lila. Eine sehr, sehr interessante Farbe. Das ist die Farbe B-Day Frosting. Das ist eine geile Farbe. Das muss man schon so sagen. Wenig alltagstauglich, aber wenn du dich was traust. Ich glaube, die probiere ich mal aus. Also die bleibt auf jeden Fall bei mir. Ein abwechslungsreiches Produkt. Bond Glow, der Liquid Illuminator. Ein kleiner Highlighter. Der ist toll, der reicht auch völlig aus. Wie du vielleicht aus meinen anderen Adventskalender-Videos weißt, ich mag keine kleinen Größen. Aber so ein Highlighter, der reicht natürlich ganz, ganz lang. Der ist sehr ergiebig. Und ich habe den auch schon gehabt in einer anderen Farbe, oder? Ja, ich meine schon. Dann gucke ich mal hier in dieses kleine, süße Geschenk rein. Oh, okay, hier ist sie, die obligatorische Nagelfeile. Auch in diesem süßen Nix-Design. Ja, eine ganz normale Nagelfeile. Habe ich hunderte davon, brauche ich nicht in einem Adventskalender für, was hat das Ganze gekostet, 70 Euro. Aber gut, ist ein Filler-Produkt. Was anderes ziemlich interessantes ist hier dieser Schwamm. Das ist so, ja, kennst du diese Dreiecke von DM, wo so rund sind und dann jeweils in so Dreiecke geschnitten sind, wie, wo aussehen wie so eine Pizza, so für unter die Augen oder so? Ja, finde ich ganz gut. Wäre für mich jetzt in einem anderen Adventskalender auf jeden Fall ein Filler-Produkt oder ist jetzt auch für mich jetzt ein Filler-Produkt. Aber wenn du unter den Augen abpudern willst, sind diese Dinge eigentlich ganz gut. Noch 4 Produkte, dann haben wir es geschafft für diesen Adventskalender. Butterclothes habe ich hier als nächstes, die Farbe Meringue. Das ist ein krasses Pink. Das wäre so ein Barbie-Pink gewesen, wenn du in diesen Barbie-Film gehst, hätte ich das passend gefunden, den aufzutragen. Für mich absolut kein Alltagslippenprodukt. Aber diese Buttergloss sind natürlich nicht hundertprozentig deckend. Wie das in Natura aussieht, keine Ahnung, ist aber jetzt nicht so meine Farbe, obwohl ich Pink liebe. Hier haben wir noch ein Buttergloss in der Farbe Sugar Glass. Das ist ein durchsichtiger Ton, da kann absolut jeder was damit anfangen. Finde ich auch gut, dass es drin ist. Ist in Ordnung. Mein Highlight-Lippenprodukt. Und das ist geil. Das ist ebenfalls ein Buttergloss, aber mit dieser Candy Swirl Optik. Also die gibt es jetzt ganz, ganz neu bei NYX Cosmetics. Und hier habe ich halt die Farbe Candy Apple. Toll. Ich finde ja diese gestreiften, die erinnern mich ja an, keine Ahnung, meine frühe Jugend, da gab es ja auch sowas und das war der letzte Hit. Ich finde die immer noch geil, finde ich, also ist toll, ich mag die Kollektion. Wir kommen zum allerletzten Produkt dieser Sache und zwar ist das, wie soll ich das jetzt aufkriegen, das ist die Frage. Da muss ich hier meinen ganzen Körper für dieses Video einsetzen. So. Ja. Ja. Scheiße, ich habe gerade meine Deko umgeschmissen. Es ist nichts kaputt gegangen. Gut. Das ist die Ultimate Edit Lidschattenpalette. So eine bräunlich-nudfarbene, ins rötlich gehende Lidschattenpalette mit 6 Farben. Ja, das ist eine Standardpalette, finde ich jetzt nicht so besonders, aber ist in Ordnung.
Was ich mir hier für diesen Kalender gegebenenfalls statt dieser Palette gewünscht hätte, wäre so eine Palette. Ich meine, die kostet jetzt 20 Euro. Vielleicht hätte man passend halt zu diesem Flamingo Frost Thema diese Palette irgendwie abspecken können in einer kleineren Version. Also diese Palette ist jetzt nicht dabei. Ich zeige nur, wie ich das, wenn ich den Kalender gemacht hätte, das für mich meiner Meinung nach besser gemacht hätte, dass man halt hier irgendwie mit einem Special Design, wie es halt hier auch, weiß nicht, bei diesem Schwamm oder so ist, hätte man diese Palette etwas abspecken können in dieser Form. So hätte mir das Ganze besser gefallen. Mecker, mecker, mecker. Brauchst du diesen Kalender unbedingt? Das ist dir überlassen. Ich habe mir ihn gekauft. Ich wusste, was vorher drin ist. Das Gute ist, wir haben hier nur eine Probegröße, beziehungsweise ja, zwei Füllartikel. Das ist in Ordnung. Wir haben hier sehr, sehr viele Lippenprodukte drin. Ich hätte mir vielleicht persönlich noch den einen oder anderen Blush oder sowas gewünscht. Ja, diese Palette passt jetzt für mich persönlich nicht in diese ganze Thematik rein. Es ist natürlich auch immer eine Kostenfrage. Ne? Wenn man jetzt die Palette in einer abgespeckteren Version reingemacht hätte, hätte das den ganzen Kalender preislich nochmal in die Höhe getrieben. Ja, okay. Nichtsdestotrotz ist diese Palette alltagstauglich. Diese Palette ist für jeden was. Ob ich die jetzt benutze, ja, gucken wir mal. Vielleicht in einem Look oder wenn ich den Inhalt des Adventskalenders mal in einem Look teste, mal gucken. Alles in einem bin ich schon zufrieden. Wertmäßig rentiert sich das natürlich schon, das muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt nicht ganz viele NYX-Produkte, deshalb habe ich mir den Adventskalender auch gekauft. Ich habe den mir zusammengekauft mit dieser geilen Palette und werte auch ein paar Produkte mal in einem Try und Testen. Ja, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Würde mich an dieser Stelle von dir verabschieden. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Deine Janine.